Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen im Wochenende im Sommer. Und es ist, die letzte Woche war eine wunderbare Sommerwoche mit, ja, dem Ende der Woche war ich da nicht ganz so zufrieden. Aber ja, und zudem war es ja in Bayern eine Feiertagswoche und auch ich hatte den Donnerstag frei. Es war ja frohen Leichnam. Und so hatte man einen Tag so ein bisschen Entspannung, hatte dann noch einen Freitag und dann schon Wochenende. Was gibt es Besseres? Ja, die Woche war lesetechnisch auch gar nicht so schlecht, wie ich fand. Ich habe zwei Bücher beendet und mit zwei Büchern bin ich ja in Lesegruppen unterwegs und dort auch so ziemlich up to date, wie ich finde. Aber als erstes möchte ich euch zwei neue Funkos zeigen. Ja, heute die beiden, ja, kriegen ihren Special-Auftritt sozusagen. Ja, ich bin ja seit 6-7 Wochen total geflasht und in love with Sherlock und Watson und habe mir dementsprechend auch die beiden Funkos natürlich bestellt. Harry Potter-mäßig habe ich mir gedacht, habe ich so ziemlich alles an Funkos. Meine Golden Girls sind auch vollständig, aber Sherlock mit Violine ist ein absoluter Traum, wie ich finde. Der ist super, super schön gemacht und ich finde, ja, ich bin einfach total begeistert. Und so auch John Watson, der irgendwie kritisch guckt, obwohl er ja gar keine Miene hat. Aber irgendwie, ja, ich finde beide absolut gelungen. Und sie sind diese Woche bei mir eingezogen und ich hatte sie euch schon auf Instagram gezeigt und sie mussten jetzt einfach auch in diesem Video einen Special Platz bekommen. Und sie ziehen natürlich direkt ins Sherlock-Regal ein, wo sie hingehören sozusagen. Ja, mal gucken, ob noch andere Sherlock-Charaktere bei mir einziehen. Ich glaube, das waren jetzt einfach mal so die wichtigsten schlechthin. Und jetzt ist es auch erstmal, glaube ich, vorbei mit Funkos. Aber es gibt natürlich neben Sherlock, ja, die dritte Folge der vierten Staffel lief am Sonntag. Und da möchte ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Das war nämlich, ein Feuerwerk. Und dann gab es diese Woche, ja, ein bisschen Serie. Wir nähern uns dem Ende von Downton Abbey. Und den Büchern. Ich glaube, mit denen fangen wir auch an. Das erste Buch dieser Woche war der dritte Teil der Jesse Jefferson-Reihe, das sich dann da nennt Das unglaubliche Leben von Jesse Jefferson. Das ist die Jugendbuchreihe von Paige Toon, die nun im dritten Teil wo ihr Ende gefunden hat. Dann habe ich zwischendurch neben meinen Lesegruppenbüchern sozusagen Mr. Pierdus Sammlung der verlorenen Dinge von Ruth Hogan gelesen, ein Buch, das mich durch Cover, Klappentext sehr angesprochen hatte und wie es mir gefallen hat, dann natürlich ein bisschen mehr dazu. Dann, die Erbin von Simona Arnstedt, einer Lesegruppe, der ich mich ganz spontan zugefügt habe, sozusagen. Die Erbin, hänge, glaube ich, einen Leseabschnitt hinterher, beziehungsweise auch der heutige noch, also heute ist Samstag. Ich bilde mir das ein, dass ich, glaube ich, auch den gestrigen noch nicht gelesen habe. Aber ich denke, jetzt am Wochenende werde ich das auf jeden Fall aufholen. Ganz im Gegenteil, hier hinke ich nicht nach. Hier habe ich sogar heute schon den Leseabschnitt gelesen. Der Anschlag von Stephen King. Ebenfalls in einer Lesegruppe lesen wir das zusammen. Und das ist ja ein Wälzer. Und wir haben ein Drittel tatsächlich schon geschafft. Das ist echt irre, ne? Also ich finde das bei Wälzern immer faszinierend, wenn man dann so die Hälfte hat, ein Drittel hat und man denkt sich, also gerade hatte man noch 1000 Seiten vor sich und jetzt irgendwie ist ein Drittel schon rum, ne? Das fühlt sich auch irgendwie cool an, aber okay, der Rest, was noch so ein bisschen zu erzählen ist, dann natürlich im Nachgang. Ja, fangen wir jetzt einfach mit den Büchern an. Und zwar Das unglaubliche Leben der Jesse Jefferson von Paige Toon ist am 8. Mai diesen Jahres bei HarperCollins erschienen, kostet broschiert 15 Euro und als E-Book 13, wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt, hat um die 304 Seiten und wird wohl der dritte und letzte Band der Jesse Jefferson-Reihe sein. Natürlich ist es sehr, sehr schlecht, jetzt etwas über den dritten Band zu sagen. Deswegen einfach so zur Grundgeschichte der Buchreihe. Ja, wir kennen
Johnny Jefferson aus zwei erwachsenen Büchern von Paige Toon. Und ich bin ja ein großer Fan der Autorin. Und Johnny Jefferson war ein Superstar. Und wir treffen oder lernen ihn kennen, glaube ich, über seine Sekretärin. Du bist mein Stern war, glaube ich, das erste Buch. Und dann Diesmal für immer, wenn ich mich nicht irre, war das zweite Buch. Und eigentlich begleiten wir die Sekretärin, Assistentin Mac in dieses Glamour-Leben in Hollywood und erleben Johnnys Leben, was mich doch immer sehr an Robbie Williams erinnert hat. Also so, er hatte eine Band, aus der ist er aufgestiegen, leidet unter Alkohol- und Drogenproblemen und trifft dann aber wohl irgendwie die Frau, die ihn vielleicht verändern könnte. Und so ein bisschen lief es ja bei Robbie Williams auch ab. Es gab noch niemanden, der sich als Robbie Williams uneheliche Tochter geoutet hat. Ich glaube, rechnerisch ist das bei mir ein bisschen unmöglich, dass es jetzt mein Papa sein könnte, aber träumen darf man ja immerhin. Ja, und bei Jesse Jefferson ist im Grunde, Jesse die uneheliche Tochter von Johnny, den wir eben aus diesen Büchern kennen. Wir betreten also diese Hollywood-Glamour-Welt nochmals, diesmal eben aber durch die Augen einer Jugendlichen, einer 15-jährigen Jesse, die gerade ihre Mutter verloren hat und von ihrem Stiefvater Stu eben erfährt, wer ihr wahrer Vater ist. Und es gibt anfänglich doch so das ein oder andere Problem, doch dann fühlt sich Jesse immer wohler in der Welt von Johnny und entdeckt dort eben auch neue Freunde, neue Begabungen bei sich selbst. Sie fängt mit dem Singen an, sie möchte im Grunde auch Instrumente spielen und sie fühlt sich so ein bisschen wohl in dieser Glamour-Welt. Aber es wäre natürlich langweilig, wenn alles super laufen würde und da hätte auch ein Band gereicht. Natürlich begleiten wir in diesen drei Bänden eben Jesse durch ihr Leben, was sich da jetzt eben verändert. Und die Komplikationen, die es eben gibt, wenn man dem alten Leben ein bisschen nachweint, aber das neue Leben auch super findet und wie es eben ist, einen Superstar dann doch als Vater zu haben. Und ja, eine coole Geschichte, die sehr, sehr geil begonnen hat. Ich mochte den ersten Teil der Jesse Jefferson-Reihe sehr, sehr gerne. Ich fand, dass der zweite Teil schon ein bisschen schwächer war und muss jetzt ehrlich sagen, vom dritten bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich werde nicht spoilern, keine Angst. Mir war der dritte Teil tatsächlich zu kindisch, noch nicht mal jugendlich, er war mir zu kindisch. Jesse hat sich auf einmal entwickelt zu einem Menschen, den man einfach kaum mehr mögen konnte, die Dinge getan hat, die man einfach gar nicht verstanden hat, die gar nicht zu ihr gepasst haben. Und ich weiß nicht, was sich dabei Paige Toon gedacht hat, dass sie auf einmal aus einem Mädchen, das in der Entwicklung war, auch irgendwie zu einem guten Menschen, sag ich mal, zu einer erwachsenen Frau, dass man da so die Wendung, die sie oft im zweiten Teil eben hatte, dass man das so total umkehrt. Und das fand ich unglaublich schade. Der Schreibstil war natürlich weiterhin locker, flocker. Man hat sich wohlgefühlt in dieser Welt. Und ich mochte schon immer Johnny Jefferson und Mac, die Assistentin. Ich mochte die Geschichte. Es ist meine liebste Geschichte von Paige Toon. Und ich habe die, glaube ich, auch schon zwei oder dreimal gelesen. Ich glaube damals dann auch sogar den zweiten Teil im Englischen, weil ich es gar nicht abwarten konnte, wie es weitergeht. Und dann nochmal im Deutschen. Und ich liebte diese Geschichte. Und ich fand es super, dass es diese Idee gab. Und ich fand toll, wie Jesse Jefferson dann im Grunde da hineingepasst hat und wie sie in uns diese Welt eben aus Jugendaugen gezeigt hat. Und es war aber unglaublich oberflächlich. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, sie ist eine Jugendliche, da herrscht natürlich ein bisschen mehr Oberflächlichkeit. Ja, das hat man aber im ersten und zweiten Teil nicht so gespürt. Ich fand wirklich, der dritte Teil hat sich zum Teil einfach auch mit Problemen gefüllt, die es eigentlich gar nicht gibt. Und es waren alles so hausgemachte Probleme, so konstruierte Dinge und dann auch die Lösung, wie Jesse da irgendwo hinkam, hat sich nicht richtig angefühlt. Und ich hatte so das Gefühl, wie wenn Paige Toon eigentlich gar keine Lust mehr auf diese Reihe hatte. Ich unterstelle ihr das jetzt einfach, weil mir wirklich der dritte Teil nur so okay gefallen hat. Also während wirklich der erste Teil ein 4-Sterne-Buch wäre, ich denke, der zweite Teil war das auch noch, würde ich jetzt hier was zwischen 2,5 und 3 Sterne geben, weil natürlich der Schreibstil trotzdem gut war und ich einfach die Szenen mit Johnny Jefferson toll fand und auch alles, was mit dieser Musik zu tun hat, ich großartig fand, aber ich einfach mit Jessie und ihren ganzen drumherum nicht mehr viel anfangen konnte. Und das fand ich unglaublich schade, weil ich eigentlich dachte, dass das eine Jugendbuchreihe ist, die mal ein bisschen anders ist und die eben Bezug nimmt auf die Erwachsenenromane. Und man ja so im Grunde auch als Jugendliche sagt, wenn mir die Reihe gefällt, greife ich vielleicht auch zu den beiden Büchern, wo es um die Kennenlerngeschichte von Mac und Johnny vielleicht geht und erfahre, wie Johnny einfach vorher gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob man nach dem dritten Teil
noch so viel Lust hat. Also ich habe auch sehr, sehr viele positive Stimmen schon zum dritten Teil gehört. Ich persönlich fand ihn tatsächlich nicht so gut. Also ich habe ihn zwar wirklich am Wochenende gut weggelesen, sage ich mal. Also man bleibt in der Geschichte drin. Es passiert auch immer was, dass man wissen möchte, wie es weitergeht. Aber einfach die Entwicklung von Jesse fand ich nicht so schön. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass das Ende viel zu schnell kam und ich weiß nicht, es sich nicht wirklich so anfühlt, wie das war so schon zu Beginn der Reihe geplant. Was auch gar nicht schlecht ist, wenn es nicht der Fall wäre. Aber irgendwie so der rote Faden hat im dritten Teil dann doch irgendwie gefehlt. Auch diese ganzen Beziehungen und Nebencharaktere um Jesse und ich fand es einfach nicht so gut. Also es war okay. Ich denke, es war auch ein okayer Abschluss. Ich finde gut, wäre eine Spur besser gewesen. Es war ein okayer Abschluss, man kann damit leben. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nach dem dritten Teil tatsächlich nicht zu einem vierten Teil greifen, wenn es den denn geben sollte. Irgendwie, ja, sehr, sehr schade. Aber ich freue mich schon aufs neue Page-Toon-Buch, was bei mir angekommen ist diese Woche. Ich glaube, endlich dein. Ja, mal gucken. Und vielleicht kann mich da der Erwachsenenroman einfach mehr begeistern. Der hat mich ja letztes Jahr leider sehr, sehr enttäuscht. Vielleicht wird es diesmal ein bisschen besser. Mal gucken, was ich euch da dann so berichten kann. Ja, das nächste Buch, was ich beendet habe, parallel aber zu den beiden anderen Büchern, die dann folgen, natürlich gelesen habe, war Mr. Pierdus Sammlung der verlorenen Dinge von Ruth Hogan, ein Buch, das am 19. Mai diesen Jahres im List Verlag erschienen ist, kostet gebunden 18 Euro, als E-Book 15 Euro und wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt und hat 320 Seiten. Und hier bin ich aufmerksam geworden, ich glaube, ursprünglich durch eine Lovely Books Leserunde, über das ich dann über das Cover natürlich erstmal gestolpert bin, was ich super schön finde. Und dann eben auch der Klappentext, der mich sehr angesprochen hat mit diesen verlorenen Dingen und einem Sammler dieser und der sie dann im Grunde auch wieder zurückgeben möchte, fand ich mega interessant und spannend. Und hatte aber bei der Lovely Books Leserunde kein Glück. Aber dann eben bei der Anfrage vom Verlag habe ich mich sehr gefreut, als dann das E-Book bei mir eingezogen ist. Und wir haben hier den etwas älteren Schriftsteller Anthony Pierdo, also dessen Namen wir sozusagen auch im Titel haben. Und der nach dem Tod seiner Verlobten, nicht nur seine Verlobte verliert, das Wertvollste, was er hatte, sondern eben auch ihr Medaillon. Und nachdem er dieses verloren hat und auf der Suche ist, wird er zum Hüter der verlorenen Dinge. Und erzählt in Episoden eben die Geschichte dieser verlorenen Dinge und wie sie verloren gegangen sind. Eines Tages stellt er die Assistentin Laura ein, eine junge Frau, die es nicht so leicht im Leben hatte, die sich in einer Scheidung befindet. Und sie unterstützt ihn bei ganz, ganz vielen Dingen im Haushalt, macht auch seine Post und regelt da so einiges Verwaltungstechnisches für ihn. Und als er dann eines Tages im Grunde stirbt und sie ihn tot auffindet, erbt sie das Haus mit der Bedingung, all die verlorenen Dinge, die er im Grunde gefunden hat und uns episodenweise darüber erzählt hat, zu den Besitzern zurückzugeben. Und das ist so die Bedingung an das Erbe. Und das ist eine sehr, sehr schöne Grundidee und eine sehr ruhige Geschichte, die sich daraus entwickelt. Und neben der Geschichte von Laura in unserer Gegenwart haben wir eine Geschichte 40 Jahre zurückliegend im Jahr 1974. Und da begleiten wir Eunice und Bomba eben in dieser Zeit und was nochmal ganz andere Eindrücke gibt. Und man weiß nicht immer, wie sich das alles so zusammenfügt. Man spürt aber doch, dass es eine große ganze Geschichte ist. Und das fand ich tatsächlich wunderschön. Die Geschichte ist nicht unbedingt leichte Kost. Es ist keine Geschichte, die man einfach wegliest und inhalieren kann. Sie lässt sich zwar schon leicht lesen, ist sehr flüssig und wirklich mit sehr schönen Worten beschrieben. Es ist eine Geschichte wirklich zum Genießen, denn man kann sich wirklich in diese Geschichte fallen lassen. Man kann in diese Worte aufsaugen und man hat wirklich ein wunderbares Bild dabei im Kopf. Es fühlt sich unglaublich warm an, tiefgründig und wirklich sehr, sehr schön. Also das hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist sehr bildhaft und es ist wirklich eine
eine Geschichte mit ganz wunderbar authentischen Charakteren, die man wirklich sich so vorstellen könnte, dass sie so in der Welt umherlaufen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr gelungen. Und selbst die Nebencharaktere, zum Beispiel Sunshine, das ist das Nachbarsmädchen, das sich dann mit Laura anfreundet, die unter dem Down-Syndrom leidet. Das ist ein unglaublich tolles Mädchen und die hat mir unglaublichen Spaß gebracht, so als Nebencharakter, der sie dann aber eigentlich gar nicht mehr war, weil sie dann eben in meinem Herzen zum Hauptcharakter sozusagen wurde und man immer sich gefreut hat, wenn man was liest. Und so geht es mit einigen Nebencharakteren, die eben so tiefgründig da sind und so präsent in der Geschichte, dass es wirklich ganz wunderbar ist, diese zu lesen. Es ist eine wunderbare Geschichte, denn wir erfahren eben über diese verlorenen Dinge ganz, ganz viel. Wir lesen eben in Episoden, wie dieser Gegenstand verloren gegangen ist, was er den Menschen bedeutet hat, dass zum Beispiel ein Knopf, der gefunden wird, eben von einer Frau ihrem Mantel abgefallen ist, als sie ihren Ehemann verlässt, weil dieser eben gewalttätig ist und dieser Knopf dann eben die Bedeutung hätte, sie im Grunde bei ihrem Verlassen, bei ihrem nächsten Schritt zu unterstützen. Und so wedeln sich die Geschichten langsam zu einer und natürlich möchte diese Frau vielleicht gar nicht ihren Knopf wieder, aber Laura eben die Aufgabe hat, die Geschichten zu entdecken und dann eben diese Gegenstände zurückzugeben und diese Episoden zu erzählen. Und das ist ganz großartig gemacht, denn die Geschichte ist da wirklich ganz tiefgründig und ganz fein dabei und man hat das Gefühl, dass Ruth Hogan wirklich die Menschen sehr gut beobachtet hat und das fand ich sehr, sehr gelungen in dieser Geschichte und hat mir echt einen Spaß gebracht. Was ich tatsächlich ein bisschen kritisieren muss, ist, dass wir ab der Hälfte circa doch ein bisschen sehr romantisch kitschig wurden, was für mich gar nicht zum Anfang der Geschichte gepasst hat und ich eigentlich hoffte, dass es sich nur so um ein paar Seiten handelt. Das war dann nicht mehr ganz so. Ich fand diesen romantischen Aspekt, der hat irgendwie für mich nicht in diese Geschichte gepasst und hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Es gehört im Großen und Ganzen schon zur Geschichte und deswegen ist es nicht schlecht, aber ich fand es einfach ein bisschen unnötig, dass man da noch Romantik hineinbrachte. Ich hätte es auch absolut wunderbar und vielleicht sogar besser gefunden, wenn man einfach diesen Episoden der verlorenen Dinge sozusagen gelauscht hätte. Und das ist so mein Punkt Abzug, der mir dann so, gerade halt ab der Hälfte dann so ein bisschen, wo ich immer mal dachte, ach, musste das jetzt sein. Und ich da auch einfach nicht aus meiner Haut kann. Es einfach so für mich nicht zum Anfang der Geschichte, also zu der ersten Hälfte der Geschichte gepasst hat. Und ich dachte, aber es ist eine wunderbare Geschichte, es ist eine absolute Empfehlung, es ist mal etwas ganz anderes, es ist wirklich wunderbar geschilderte Episoden aus dem Leben von Menschen, aus Sicht der Dinge, wenn man ja fast so möchte. Und es war wirklich ganz, ganz toll zu lesen und hat wirklich die ganze Woche sehr viel Spaß gemacht und war wirklich ein gutes Kontrastprogramm so zu den anderen Büchern, die ich ja in Lesegemeinschaften sozusagen lese. Also wirklich schon eine absolute Empfehlung, ist wirklich ein kleines Highlight, was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, neben den beiden abgeschlossenen Büchern stecke ich auch mitten in Lesegemeinschaften. Zum einen bei Die Erbin von Simone Arnstedt, ein Buch, das im Oktober 2015 im Lux Verlag erschienen ist, broschiert, kostet es 15 Euro, als E-Book 14, gebraucht ist es günstiger erhältlich. Ich habe es bei Avel, ich glaube, für 8 Euro gekauft, also knapp die Hälfte, hat über 600 Seiten, 608 genau, und lese ich zusammen in der Lesegruppe sozusagen von der lieben Susan. Ich packe sie euch mal in die Infobox. Wir lesen hier bereits seit dem 10. Juni, ich musste mal nachgucken, wären sozusagen heute beim 8. Abschnitt. Mir fehlt aber sowohl der 8. von heute, wie eben auch noch der von gestern, aber ich denke, das hole ich jetzt am Wochenende auf jeden Fall auf. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, weil doch relativ viele Menschen darüber geschwärmt haben, vor allem die liebe Paddy, ihr Kanal ebenfalls mal in der Infobox, und es eben kein New Adult ist, sondern eine Liebesgeschichte, die in Schweden spielt und eben schon ein paar erotische im Grunde Szenen hat, die aber einfach erwachsen sind und nicht dieses kindische Hin und Her, wie man es eben so aus New Adult kennt, was mir ja persönlich einfach gar nicht gefällt. Ja, das ist der erste Teil einer Reihe. Ich glaube, aktuell ist es eine Trilogie. Ich weiß gar nicht,
ob es da noch mehr Teile geben wird. Allerdings ist es eben keine klassische Reihe, in dem Sinne auch keine Trilogie, sondern ja eher eine Serie, weil eben die Protagonisten immer andere sind. Wir begleiten in diesem ersten Teil in die Erbin die Schwedin Natalia de la Grip. Sie ist ja eine relativ reiche Tochter eines sehr erfolgreichen Unternehmens, Mannes sozusagen, ist selbst Unternehmensberaterin, die beste ihres Bereichs, ihres Jobs in ganz Europa wohl und ja, umgibt sich eben mit den Reichen und Schönen, ist aber selbst doch ein bisschen unsicher und sich gar nicht so ihrer Wirkung bewusst, hat auch eine Beziehung hinter sich, die nicht so toll war und sie trifft dann eben eines Tages auf David Hammer. Allein der Name ist persönlich für mich schon zum Davonlaufen, aber okay. Er selbst ja, kauft im Grunde Firmen und splittet diese dann erfolgreich auf, was mich sehr an Richard Gere aus Pretty Woman erinnert hat. Weiß nicht, ob die Ähnlichkeit Absicht war oder ja, na, so ist es halt. Und sein Freund Michael sind ebenfalls sehr, sehr erfolgreich, gehören auch zur High Elite in Schweden. Und ja, unser David ja, möchte irgendwie das Unternehmen von Natalias Vater aufkaufen und möchte sich sozusagen den Feind ein bisschen ja, näher holen und merkt aber doch recht schnell, Mensch, eigentlich ist Natalia doch ganz anders, als er dachte. Und ja, beide Charaktere sind, ich denke, schon Ü30 oder Ende 20, stehen voll im Leben, wenn auch in einem etwas merkwürdigen Leben, denn wir haben hier ganz viel Banken, ganz viel Reichtum, ganz viel Adel und es sind hier wirklich in den höchsten Kreisen unterwegs. Es ist ein bisschen schwierig, sich da so einzufinden, weil man eben nicht aus diesen Kreisen kommt. Das Setting von Schweden, das Skandinavische, gefällt mir dennoch sehr, sehr gut. Ich mag auch tatsächlich Natalia aktuell noch relativ gut. Sie ist so ein bisschen, sie steht irgendwie trotzdem mit beiden Beinen auf dem Boden und ich habe eher meine Probleme mit David, der teilweise eine Sprache an den Tag legt, wo ich denke, hey Junge, also wenn du das bei mir sagen würdest, da vorne ist die Tür. Also ich kann da nicht verstehen, was Natalia so an dem findet, außer dass er vielleicht gut aussieht und erfolgreich ist und sie auch zu einem Date auf eine Yacht mitnimmt. Ja, da könnten unsere Frauenherzen natürlich höher schlagen, aber ja, spätestens wenn er dann eben seine Sprüche loslässt, weiß ich nicht, ob ich darüber hinwegsehen könnte. Ja, irgendwie ein Buch, das mich doch ja, nicht negativ erstmal zurücklässt. Ich finde es ganz gut. Ich weiß noch nicht so richtig, wann mal was da drin gefühlt passiert. Es ist schon immer so, dass man so einen geschehenes Höhepunkt bis jetzt hatte, aber es ist schon eine sehr langsam erzählte Geschichte, was zum einen sehr schön ist, gerade was das Kennenlernen der beiden so betrifft und was auch ihre, ja, im Grunde erotischen Liebelei betrifft, dass das eben sehr realistisch wirkt, sehr natürlich wirkt und nicht so, hallo, hier bin ich, oh, ich habe mich verliebt, oh, wir sind im Bett. So funktioniert es im Leben ja tatsächlich eher selten. Und dass ich das schon eher finde, dass man das so nachvollziehen kann, dass das eben ab einem gewissen Alter auch einfach so ist. Man mag es gar nicht glauben. Und ich das wirklich sehr angenehm zu lesen finde. Ich auch die erotischen Szenen sehr schön ausgearbeitet finde. Und mir das wirklich auch Spaß gemacht hat, so diese Geschichte zu lesen. So richtig der Burner und die extreme Begeisterung der Geschichte kann ich noch nicht spüren. Aber es ist eine Geschichte, wo ich sage, ja, dafür zwischendurch sozusagen immer mal reinlesen, die 50 Seiten, finde ich es wirklich gut. Ich glaube, es ist für mich kein Buch, das ich wegsuchten würde. Und ich hatte, wie jetzt gesagt, auch gestern, habe es zeitlich nicht geschafft, darin zu lesen, hatte jetzt aber auch nicht so den Drang danach. Also es ist jetzt kein Buch, wo ich unbedingt zugreifen müsste. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Ich glaube, wir lesen jetzt noch, ja, ich glaube, wir haben noch ein paar. Seit 10. lesen wir und es waren, glaube ich, 12. Also ich glaube, bis Mitte der Woche lesen wir noch. Und ich denke, dass ich in der nächsten Bücherwoche dann ja so ein finales Statement auf jeden Fall abgeben kann. Ganz anders dann das nächste gemeinsame Lesebuch, nämlich ein Buch, das mich absolut in Atem hält. Ja, das ist Stephen King, Der Anschlag. Das Buch ist erschienen im Juni 2013 im Heine Verlag. Ich habe hier eine Weltbildausgabe. Die Heine-Ausgabe ist total rot und auch sehr, sehr schön. Ich habe es irgendwann mal relativ günstig, glaube ich, für 10 Euro bei Weltbild ergattert, das Taschenbuch ursprünglich 13, als E-Book 10 Euro Gebrauch, gibt es die Geschichte aber auch schon günstiger, hat 1072 Seiten, ist also ein absoluter Wälzer und ja, ich bin hier beim heutigen Abschnitt und ja, mich guckt sozusagen
Ja, der kleine Stephen King an. Ja, ich finde passender, jetzt habe ich natürlich den Magnetverschluss so ein bisschen verschoben, okay. Viel passender, finde ich, geht es ja gar nicht, als dass man tatsächlich Stephen King jetzt in diesem Buch enthält. Und wir haben natürlich noch einiges vor uns. Ja, wir lesen das Buch zusammen seit dem 11., seit letzten Sonntag. Und ich bin heute sozusagen mit dem siebten Leseabschnitt schon fertig und haben jetzt grob ein Drittel, was ich wirklich, ich finde da schon wieder unglaublich, wenn man sieht, dass man das schon tatsächlich verschlungen hat und nur noch zwei Drittel übrig sind. Ja, ich glaube, wir lesen es bis komplett zum Ende des Monats. Ich glaube, wirklich bis zum 31. und am 1. gibt es dann natürlich auf jeden Fall die Komplettmeinung zu diesem Buch. Ja, der Anschlag ist eine Geschichte von Stephen King, die sich um Zeitreise dreht, denn wir begleiten Jake, der ein Portal findet, welches ihn ins Jahr 1958 bringt. Und er wird immer wieder in dieses Jahr gebracht, immer wieder zu dem gleichen Datum. Immer wieder zu dem gleichen Datum und immer wenn er dieses Portal verlässt und wieder hineingeht, macht er alle Änderungen sozusagen vorher ungeschehen. Eine sehr geile Zeitreisetheorie, die ich doch sehr cool erfunden finde von Stephen King. Und Jake bekommt von Al, der Diner-Besitzer, durch der auch das Portal schon kennt, sozusagen die Aufgabe gestellt, rette JFK, halte Harvey Lee Oswald auf und sorge dafür, dass JFK nicht stirbt, nicht bei dem Attentat umkommt. Und vielleicht können wir auch noch ein paar andere Kleinigkeiten sozusagen ändern. Und man muss eben bedenken, dass für einen, während man in der Zeitreise ist, die Zeit weiterläuft. Also wenn ich ein Jahr in der Zeitreise bin, dann bin ich auch ein Jahr gealtert. In der Gegenwart sind aber nur 2 Minuten vergangen. Und das kann natürlich auch zu Irritationen führen, wenn man im Grunde nach 10 Jahren wiederkommt und man 10 Jahre gealtert ist und alle anderen um einen herum einen angucken und denken, huch, hast du einen Geist gesehen heute Nacht, ne? Weil man so gealtert ist. Natürlich kann man sich so ein bisschen Zeit verschaffen, indem man eben auch mal Fehler machen kann und wieder raus aus dem Portal geht und wieder zurückgeht. Man muss aber natürlich sein eigenes Alter immer so ein bisschen mit bedenken und das macht die Sache, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und wir treffen eben Jake, ich glaube, er ist da gerade Mitte 30 und er gibt ihm eben diese Aufgabe, weil er sagt, bis 63, wann also das JFK-Attentat ist, hast du noch genug Zeit, um es richtig zu machen, bevor du zu alt bist, um es zu lösen. Und er kann natürlich zwar dann in die Gegenwart zurück und sich angucken, ob es das alles besser gemacht hat, wie sich das entwickelt hat, aber die 5 Jahre da drin muss er theoretisch jetzt erstmal aushalten und es war ein gigantischer Einstieg, man ist direkt in der Story drin, ich fand es großartig vom Meister selbst sozusagen gelöst, wie er das mit der Zeitreise so ein bisschen erklärt, dass es eben auch nicht auf alle Dinge eine Antwort gibt, weil wo sollen die herkommen, wenn es nicht wissenschaftlich irgendwie untersucht wird? Woher soll man als Benutzer dieses Portales tatsächlich alle Antworten wissen? Was ich tatsächlich irgendwie logisch finde. Es gibt so die ein oder andere Anspielung auf andere Werke von Stephen King. Also alleine, wenn Jake sich in Derry wiederfindet. Und in Derry sind ja einige Geschichten von Stephen King zu Hause. Schlaflos und natürlich auch Es. Ich glaube, eins der größten Werke von ihm. Und man dann eben zum Beispiel auch von Morden erfährt, die es eben gerade an Kindern gab und einem da sofort Es einfällt und man direkt Gänsehaut hat. Und ich hatte in dieser Geschichte schon so viele Momente und Gänsehautmomente und Sprachlosmomente und ich mache mir unglaublich viele Gedanken, was Jake da tut, ob er das schafft mit JFK, ob es wirklich immer so gut ist, die Vergangenheit zu verändern. Und die Vergangenheit in diesem Fall möchte auch manchmal gar nicht verändert werden, denn da bekommt man auf einmal ein Magen-Darm-Virus, weil man etwas verändern möchte. Und man fragt sich, wer steckt hinter dieser Vergangenheit? Wer möchte nicht verändert werden? Also es ist ja eine grandiose Geschichte bisher, wirklich absolut verschlungen und ich finde es immer wieder ärgerlich, wenn man dann gerade aufhören muss mit Lesen und der Leseabschnitt vorbei ist. Wäre für mich, denke ich, definitiv ein Buch, was man so gefühlt in 3 Tagen, 3 Nächten irgendwie durchgesuchtet hat. Aber es ist natürlich auch schön, einfach den Austausch zu haben und sich in der King-Gruppe sozusagen ein bisschen darüber abzusprechen und die Gedanken der anderen zu lesen und
Ach, es ist einfach toll. Ja, es ist einfach toll und ich freue mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Nächste Woche natürlich ein bisschen mehr. Da sind wir dann schon im Grunde mit 2/3 durch, haben also wahrscheinlich nur so knapp 700 Seiten. Und in 2 Wochen dann natürlich, also in einer Woche und in 2 Wochen, ja, dann das abschließende Urteil. Und ich bin sehr gespannt, ob Stephen King im Grunde die Spannung so aufrechterhalten kann über die nächsten Seiten. Manchmal neigt er ja dann doch sehr zu sehr bildhafter Erzählung, die manchmal nicht langweilig ist, aber man sich manchmal denkt, ach, jetzt mach doch mal wieder weiter. Und meistens geht es ja dann auch weiter. Aber ja, also eine ganz tolle Geschichte bisher. Und so als Zeitreise-Fan frage ich mich gerade, warum ich die Geschichte nicht schon viel früher gelesen habe. Aber lieber spät als nie. Ja, auch lieber spät als nie ist die Serie Downton Abbey, hat es ja in mein Herz geschafft. Ich bin jetzt bei der 6. Staffel, habe jetzt, glaube ich, Folge 1 und 2 angeguckt. Glaube ich zumindest, also die Disc 1 und 1 ist schon gelesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es sind. 8 Episoden plus eine Weihnachtsfolge. Und es ist eine ganz, ganz tolle Serie. Die Entwicklung der Charaktere ist großartig. Ich mag diesen Zeitgeist, selbst auf Zeitreise zu gehen. Ich bin ein absoluter Fan von den Charakteren, wie sie geschaffen sind. Ich liebe Cousine Violet, die gespielt wird von unserer Maggie Smith. Ich glaube, man sieht sie hier auch an der Ecke. Die allen bekannt ist ja auch, denke ich, als McGonagall aus Harry Potter. Und ich bin einfach total in love mit dieser Serie und die ist wirklich großartig. Ich habe jetzt alle DVDs, alle Staffeln hier auf DVD und denke auch, dass das eine Serie ist, die man durchaus sich so einmal im Jahr gönnen kann. Und ich denke mal, dass ich die jetzt in der nächsten Woche auch beenden werde und mal gucken, was dann kommt. Irgendwie dann wahrscheinlich so ein Serienloch. Mir ist ja tatsächlich sehr nach Sherlock, da einfach nochmal von vorne anzufangen. Ich habe aber Doctor Who bekommen von der lieben Susan, die erste Staffel. Da gibt es ja Netflix erst ab Staffel 5, was ich total merkwürdig finde, warum man jetzt Staffel 1 bis 4 nicht haben kann. Das verstehe ich bei Netflix tatsächlich manchmal nicht. Aber ja, wer Serientipps hat, gerne immer mal her damit. Ich hätte auch noch die Leftovers hier. Allerdings wollte ich da ja erst das Buch lesen. Ach, ich weiß auch nicht so recht. Vielleicht fange ich auch einfach die Serie mal an und lese das Buch dann im Nachgang, insofern man das noch macht. Ja, man soll ja hier auch niemals nie sagen. Game of Thrones habe ich ja dann auch erst im Nachgang gelesen. Ja, auch da fehlt mir ja noch mein 5. Teil. Ne? Aber ich denke mir immer, wenn man den 5. Game of Thrones Teil im Englischen liest, dann ist danach halt wirklich nichts mehr da. Und wer weiß, wann der 6. kommt. Insofern er tatsächlich überhaupt irgendwann kommt. Es gibt ja ganz viele Zweifel. Wie bin ich da jetzt auf Game of Thrones gekommen? Ja, ihr seht, ich schweife gerade etwas aus. Ja, aber Sherlock lief ja jetzt die 4. Staffel auf der ARD. Pfingstsonntag, Pfingstmontag und jetzt auch am letzten Sonntag die 3. Folge. Und es ist ja eine Staffel, die ganz anders ist als alle vorhergehenden, die sehr düster ist, sehr dunkel ist, in der es nicht um einzelne Fälle von anderen Menschen geht, sondern wir ja wirklich Fälle, Fall lösen für Sherlock und Watson. Und sehr viele Dinge sich auftun, geheimnisvoll, die man nie erwartet hätte, die genial waren. Und die letzte Folge, ich glaube, entweder hasst man sie oder man liebt sie. Und ich fand die an Genialität fast nicht zu übertreffen. Es war unglaublich, es war so geil. Und ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also ich habe in jeder Folge geweint, ich hatte in jeder Folge Gänsehaut und in der 3. ist alles nochmal so zusammengekommen. Und ich fand das wirklich eine großartige Staffel. Sie war anders als die 3 vorhergehenden Staffeln, was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, weil ich den Witz, Humor, dieses Zusammenspiel von Watson und Sherlock einfach unglaublich gut finde und mir einfach unglaublich viel Spaß gebracht hat. Das hat tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Es ist schon sehr viel düsterer, dunkler und brutaler als die anderen Staffeln. Aber ja, wenn es tatsächlich die letzte Staffel gewesen sein soll, es gibt ja da Gerüchte, die das munkeln, dann war es tatsächlich, glaube ich, schon ein genialer Abschluss einer Serie und die wirklich nochmal so einen draufgehauen hat. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass es manche nicht so gut fanden, dass eben ihnen der Witz, der Charme
von Staffel 1 bis 3 gefehlt hat, dieses Lösen von einzelnen Fällen pro Folge, die aber trotzdem irgendwie zum großen Ganzen gehört, dass manche auch noch andere Dinge erwartet haben, dass so ein paar mehr Fragen beantwortet werden, aber mir hat sie vom Grundtenor unglaublich gut gefallen, denn man merkt hier einfach auch die Genialität dahinter und ich meine, Sherlock ist einfach ein ganz genialer Mensch. Und freue mich jetzt natürlich mehr noch, die Bücher zu lesen, die hier stehen. Und bin hier einfach mega, mega gespannt und freue mich auf den zweiten Manga, der ja, glaube ich, im August kommt. Und ich bin total infiziert. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass man nicht doch mal Sherlock sich gleich nochmal ein zweites Mal anguckt. In der Hoffnung, dass Netflix dann auch bald nachzieht mit der vierten Staffel, weil aktuell gibt es eben ja nur auf der ARD. Ich weiß gar nicht, ob es in der Mediathek so vorrätig ist. Oder dann eben als DVD. Da ich aber Sherlock ja noch gar keine DVD, also gar keine Staffel da habe, weiß ich jetzt nicht, ob ich mit der vierten anfangen sollte. Außerdem ist ja demnächst Weihnachten. Vielleicht wünsche ich mir dann einfach alle vier Staffeln mal. So in einem halben Jahr ist ja schon fast wieder Weihnachten. Na, es ist irre. Ja, aber jetzt ist ja erstmal Sommer und ich glaube, jetzt genug geschwärmt. Und es gibt eine Leserunde und das möchte ich auf jeden Fall noch kurz erzählen. Bei der lieben Susan, denn Susan greift im Grunde ein Großprojekt im Juli an, nämlich S von Stephen King. Und ich weiß von ganz, ganz vielen auch, die meine Videos gucken, dass S immer so ein Thema ist. Sollte man es alleine lesen? Sollte man es hören? Oder gibt es dazu Lesegruppen? Und ich auch schon ein paar Mal gefragt wurde, ob es denn zu S Lesegruppen gibt. Und es wird eine geben bei der lieben Susan. Ich packe die Lesegruppe natürlich unten in die Infobox. Und im Juli geht es los nach ihrer Irlandreise. Ich glaube auch, dass man für S, glaube ich, tatsächlich einen ganzen Monat brauchen wird, weil das sind ja, glaube ich, sogar 1500 Seiten. Ich selbst werde nicht mitlesen, weil es ja bei mir ein Reread wäre. Ich glaube, dann sogar schon zum dritten Mal. Und ich werde, ich glaube, das nächste Mal es tatsächlich hören. Es wird ja gesprochen von David Nathan und ich kann mir gut vorstellen, dass das so mein Sommerhörbuch werden könnte. Es hat ja auch um die 50 Stunden, wenn nicht sogar mehr, Lesezeit. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das einfach in meiner Geschwindigkeit dann so hören möchte, wie mir eben danach ist. Wie ich Zeit habe, Lust habe, wie ich im Garten liege, im Auto sitze, was auch immer. Und mich da keiner Lesegruppe anschließe. Aber jeder, der das gerne in Gemeinschaft lesen möchte, ist bei der lieben Susan auf jeden Fall richtig. Schau da also auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr Lust auf S habt. Ich habe schon von ihr gehört, es sind ganz unterschiedliche Leser dabei. Leute, die noch gar nichts von Stephen King gelesen haben, Leute, die noch nicht S gelesen haben, Leute, die es nochmal rereaden. Gerade weil ja auch die Neuverfilmung jetzt dieses Jahr in die Kinos kommt, was ja auch für mich der Anlass wäre, es zu rereaden. Und ich glaube, dass das so eine bunte Mischung aus Menschen ist. Und ich finde einfach, jeder, der Lust hat auf S, sollte auf jeden Fall dieser Lust nachgeben, weil es ist wirklich eine der großen Geschichten unserer Zeit und ist ja auch mein zweiter Lieblingsking sozusagen. Und ich finde, da kann man gar nichts falsch machen. Es ist halt wunderbarer, unterschwelliger Horror, der eben in Gestalt eines Clowns im Grunde ein Gesicht bekommt. Und mit Clown-Ängsten muss man danach auf jeden Fall rechnen, würde ich sagen. Also Pennywise ist definitiv schon ganz schön creepy und das aber, denke ich, jetzt genug von mir zur letzten Woche. Was ist für die kommende Woche geplant, lesetechnisch? Ja, natürlich der Anschlag und die Erbin und dann weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Mal gucken, auf was ich parallel Lust habe. Ich glaube, mir ist ein bisschen nach Sci-Fi, vielleicht greife ich Giants 2 an. Ich glaube, etwas mit Zeitreise zu lesen, auch Dark Matter, der Zeitenläufer, ist bei mir auf dem Sub, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, es könnte ein bisschen Verwirrung zum Stephen King geben. Aber mal gucken, in welche Richtung ich noch lese. Aber folgt mir da gerne auch auf Lovely Books. Das findet ihr auch unten in der Infobox. Da seht ihr auch in der Regel relativ aktuell mein Currently Reading. Und auch auf Instagram poste ich immer so ein bisschen die Bilder von den Büchern, die ich eben gerade lese. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, wünsche euch einen tollen Tag, einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.